1985 geboren, ist er immer noch einer der ganz jungen Wilden der Szene, obwohl er mittlerweile schon ganz viel Erfahrung gesammelt hat und um die ganze Welt gereist ist. Tja, das kommt davon, wenn man von Sven Pete entdeckt wird. Wir haben ihn getroffen im Cocoon Office. Viel Spaß mit Chris Dietjen. Das DJ-Profil wird präsentiert von Pioneer DJ. Damals mit 13, 14 habe ich mir Plattenspiele gekauft und wusste eigentlich noch gar nicht so, was ich irgendwie musikalisch jetzt irgendwie machen wollte. Ich habe so ein bisschen Reggae gehört, ein bisschen Hip-Hop, auch ein bisschen House. Und meine Mutter war damals die Physiotherapeutin vom Sven gewesen. Und als sie gesehen hat, als ich mir Plattenspieler geholt habe, hat sie gemeint, hier komm, ich stell dir doch mal einen ganz tollen DJ vor. Ein bisschen elektronische Musik, so, ja gut, why not? Und da war ich dann, da waren wir gerade 15 geworden oder was. Und da wurden wir eingeladen, in so 60 mitzukommen. Und es war schon ziemlich lustig, weil wir halt irgendwie, keine Ahnung, ich war dann mit meinen 3, 4 Freunden, wir wurden alle eingeladen, wir alle kleine 15-jährige Bengel. Und ja, und da war eine riesen Schlange irgendwie noch vor U60 und wir alle haben die Gästeliste und alle vorbei und alle haben blöd geguckt, halt. War sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und naja, und da reingekommen und da hat meine Mutter, wie gesagt, mir den Sven vorgestellt und ja, und da habe ich das erste Mal so wirklich diese ganze Szene so ein bisschen mitbekommen und war derartig gefesselt von dem Ganzen, dass ich naja, nach dem Abend eigentlich schon so beschlossen habe, okay, ich muss mich mal hier mal ein bisschen mehr da reinbegeben und habe dann ein Praktikum bei Cocoon angefangen, auch wieder durch Vitamin B. Und ja, und so ist dann irgendwie das Ganze entstanden, mehr Kontakt irgendwie halt zum Sven gehabt und ja, und er hat auch irgendwie, hat er gesehen, dass ich so ein kleiner Motivierter war und wollte mich dann auch immer ein bisschen supporten und ja, und so hat das alles seinen Lauf genommen. Ja, meinen Sound beschreiben. Ich finde es heutzutage ziemlich schwer, irgendwie so in eine Schublade zu stecken, dadurch, dass wir so, ja, so vielfältig sein können und auch sind irgendwie. Also ich spiele von Deep House bis Techno eigentlich fast alles halt. Das hängt halt davon ab, ja, wie lang ich spiele dann auch im Endeffekt, ja, oder in welcher Situation. Und von daher kann ich mich da jetzt nicht so in eine Schublade stecken, auf keinen Fall. Der größte persönliche Erfolg für mich war damals, in die Booking-Agentur aufgenommen zu werden, irgendwie von Cocoon. Das war für mich ein Riesending. Das war, als der Fan schon angefangen hatte, mich so ein bisschen zu unterstützen und ich dann das erste Mal auf der Green & Blue spielen durfte. Und die Katja, meine ehemalige Bookerin, die jetzt nicht mehr hier arbeitet, die war so begeistert irgendwie und so, oh, komm Sven, lass uns den noch irgendwie auch verbuchen und so weiter und so fort. Und ja, und schon ist es dann halt auch passiert und es war für mich natürlich eine Riesensache halt, ja. Ansonsten, ja gut, es gibt immer wieder so kleine Erfolgserlebnisse, irgendwie auch mit meiner Cocoon-Combination-Serie, Mix-Serie bin ich sehr zufrieden irgendwie, wo ich dann auch immer wieder Erfolge feiern durfte, dass irgendwie als beste Mix-Combination irgendwie des Monats ausgepreist wurde. Oder auch die Green & Blue Mix-CD, die ich damals gemacht habe mit wem war das zusammen, mit Steve Buck auf der zweiten CD. Hat sogar im Laserpol von der Groove irgendwie gewonnen und ist auch auf dem ersten Platz. Das war natürlich riesig, ganz tolles Ding. Generell, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die tollsten Partys habe ich immer in wirklich kleinen, in kleiner Umgebung, in einer privaten, ja, privaten Umgebung, irgendwie kleine Partys um 200-300 Mann. Da gibt es verschiedene, also jetzt haben wir ja auch so kleine Open Airs in den letzten Jahren gehabt hier in Frankfurt, die einfach so familiär und so positiv waren, dass ich schon fast sagen würde, dass das so eigentlich so zu meinen schönsten Ereignissen zählt, irgendwie diese ganz kleinen, intimen Geschichten halt, ja? Oder auch, ich habe ganz liebe Leute in Montpellier kennengelernt, die
ja, einfach eine total tolle Gruppe sind irgendwie von Menschen, die das alles so leben, so wie ich mir das halt auch irgendwie vorstelle halt. Ja. Die leben da genau diese Schiene. Und mit denen habe ich auch schon so einige schöne kleine Partys gehabt. Und ja, das gehört auf jeden Fall zu den Top 5, sag ich mal. Ich bin aktuell jetzt, bin ich auch sehr stolz, dass der Markus Fix, einer meiner Buddies, kann man schon fast so sagen, jetzt seinen ersten Live-Act performen wird. Und ja, ich habe mir das schon mal angehört bei ihm zu Hause und das ist einfach der Wahnsinn halt. Also das sollte man auf keinen Fall verpassen. Ich persönlich bin auch, keine Ahnung, ich habe den Raresch zum Beispiel auch vor, weiß ich, 5 Jahren kennengelernt. Und da war ich auch total begeistert schon von Anfang an. Ja, dann ist der Raresch auf jeden Fall einer, der mich schwer begeistert hat damals. Und ja, um das Ganze abzurunden, also das sind so die Acts, die ich momentan sehr gut leiden kann irgendwie und musikalisch auch mir da die ein oder andere Inspiration auch abhole. Also generell, um Spaß zu haben und mit Freunden und so, steht außer Frage, ist hier in Offenbach unser Robert Johnson. Auch ein etwas kleinerer Laden und intim, so wie ich es ja auch eben gerade schon gesagt habe. Das ist mehr so mein Ding. Ich mag diese kleinen Läden, ich mag dieses kleine Private. Ansonsten bin ich, das Wump in Japan, ganz große Nummer. Und generell halt auch die Japaner sind natürlich ein tolles Völkchen, muss ich ganz klar sagen. Natürlich, also ich meine, ich spiele hier regelmäßig im Cocoon Club und stehe hier mit vollem Herzen dahinter. Aber deswegen, also ich spiele ja auch gerne lieber in der Lounge zum Beispiel, einfach weil ich dieses kleinere etwas ein bisschen mehr brauche. Jetzt ist erst erschienen meine jährliche Mix-Compilation von Cocoon Recordings, wo ich halt jährlich meine Lieblingstracks von Cocoon sozusagen zusammenmische. Die ist jetzt rausgekommen, das ist das aktuellste Projekt. Dann war ich mit diversen Produzenten auch im Studio gewesen und arbeite hart an meiner ersten EP. als da wären halt auch ein guter Freund von mir, der Reboot, dem ich jetzt sehr viel Zeit im Studio verbracht habe, auch mit Markus Fix. Und sogar auch ein Herr Villa-Lobos, der mich ganz herzlich gut irgendwie mal eingeladen hat, einfach mal zu sich ins Studio zu kommen und mir einfach mal ein paar Sachen zu zeigen. Das hat mich unglaublich gerührt. Ich war total baff und da habe ich mir auch sehr viele Eindrücke sammeln können auf jeden Fall. Und zwar haben wir jetzt Ende Juni habe ich meine kleine Asien-Tour, die jetzt noch nicht 100% alles bestätigt ist, aber auf jeden Fall werden wir da auch eine Cocoon-Veranstaltung in Tokio im AGH-Club haben. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich war in diesem Club noch nie gewesen. Ich habe nur Bilder gesehen und das muss phänomenal sein. Und wie ich schon gesagt habe, ich stehe ja eher auf die japanische Kultur generell, sowohl was die Party-Szene angeht, als auch die Essenskultur. Bin ich ein ganz großer Fan von. Und da bin ich sehr gespannt drauf auf diese Asien-Tour. Das wird bestimmt lustig. Da gibt es jetzt noch 1-2 Optionen in Südkorea und noch was weiteres, glaube ich, in Hongkong, was aber noch aussteht. Aber ja, fokussiert erstmal auf diese Veranstaltung im AGH. Hey, ich bin Chris Tietjen und ihr seht Nightlife 4X. Das DJ-Profil wird präsentiert von Pioneer DJ. Wo im April gefeiert wird, das seht ihr jetzt. Die Termintipps werden präsentiert von den Nachtagenten. Nachtagenten.de. Am 8.4. der Osterpower Day im 102 in Neuss. Am 15.4. das Pollerwiesen-Opening in Leverkusen, unter anderem mit Marco Carola, Dominik Olberg und Gabriel Ananda. Der Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist der 22.4. Am 21.4. Dominik Olberg im Fusion in Münster. Am 27.4. Sven Feeth und Guy Gerber im Cocoon Club in Frankfurt. Und am 30.4. die Mayday in den Westfalenhallen in Dortmund. Sicher dir deine Tickets, ob Festival, Party oder Konzerte, bei virtualnights.com. Das war's von uns, aber für den nächsten Monat haben wir uns auch natürlich ganz tolle Sachen für euch einfallen lassen. Und wenn ihr euch diese Sendung nochmal anschauen wollt, dann guckt unter www.nightlife4x.de. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Nightlife 4X wird präsentiert von Powerhorse.